Da habe ich jetzt mal den ersten interessanten Fund. Es sind noch andere Funde entstanden. Deckel und alle möglichen Kleinigkeiten. Aber hier habe ich jetzt mal ein Schmuckstück. Richtig schönes Schmuckstück. Das werde ich jetzt mal ein bisschen sauber bürsten. Ganz viele kleine Sterne drauf, Steine, Edelsteine, werden natürlich keine echten sein, aber ich werde die natürlich trotzdem prüfen, mit dem Edelsteinprüfer. Hier hat es so zwei Löcher, vielleicht warten wir irgendwo dran, wahrscheinlich an der Kette, hier und dort, und das war dann so der mittlere Anhänger. Ein sehr schönes Fundobjekt. Ich höre lieber auf mit Bürsten, weil da fallen die Steine nämlich raus. Pack's erstmal ins Coinpad. Das ist der nächste Fund. Um was handelt es sich denn da? Das ist auch nicht hohlgeprägt, ne? Also massiv. VWA Gold ist immer massiv. Verwundetenabzeichen. Wahrscheinlich in Gold. Ah, die waren ja nur so vergoldet dann, ne? Ja. Ganz schön zerfressen oben, aber ein sehr cooler Fund. Mit Zink halt, ne? Und das lag nicht tief? Ja. Ja, aus Zink, da sieht man auch den Zinkfraß. Hast du was zum Einpacken? Ja. Na dann, sauber machen willst du nichts, ne? Nee, erstmal nicht. Ja. Ja, dann können wir erstmal nur so zeigen. Vielleicht können wir noch ein Foto einblenden. Man sieht ja, dass die Beschichtung da abblättert. Und das ist natürlich verständlich, dass er da jetzt nicht rumbürsten will. Da sieht man das. Das ist dann somit der zweite interessante Fund. Was ist das hier drin? Ja. Was ist denn? Mansani. Dazwischen am besten, oder? Ja. Weg ist es. Glückwunsch. Dein erstes? Mein erstes nach dem Eisernen Kreuz. Nach langer, langer Zeit des Suchens. Mal wieder ein interessanter Fund. Und zwar einmal eine Duplosan-Dose, noch geschlossen. Hier, ein sehr interessanter Fund. Das ist wahrscheinlich Kena. Was denkt ihr, was das ist? Ist auf jeden Fall etwas älter. Ich vermute, dass es von einer Pistole oben ist, von so einer alten Lundenschlosspistole, der Griff. Aber ist nur eine Vermutung. Könnte mich natürlich auch täuschen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Fund, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Das sieht eher aus wie altes Stück Aluminium. Ein halber Mützenadler, der Flügel. Stimmt. Hinten ist sogar noch der Teil mit dran. Der Splint. Vielleicht finden wir den Rest noch. Oben drauf eine Hülse, eine kleine und dann bitte.
Wollte ich schon immer mal finden. Bin mir nicht ganz sicher, ob es sowas ist. Aber eigentlich schon. Willst du mal kurz filmen? Kann ich mal machen, ja. Leider kaputt. Ja, eindeutig. Cool. Das könnte auch von der Wehrmacht sein. Hier sieht man ganz eindeutig eine Nadel mit einem Pfeil. Und das ist ein alter Kompass. Ja, wenn du den jetzt wieder richtig ölst. Naja, den kannst du glaube ich nicht mehr gang machen. Steht irgendwo Norden und Süden drauf, der muss ja... Der ist leider komplett kaputt. Der muss ja irgendwo mal dran gewesen sein. Schade, dass der so kaputt ist. Stimmt, Richtungspfeil ist auch zu sehen, wa? Ja, jetzt kann man den Richtungspfeil gut sehen. Und hier war wahrscheinlich irgendwie der Deckel dran. Ja, guck, hier ist das Scharnier. Ha. Oder da war die Schnur dran. Wo man sich den Hals hängt hat, ja. Genau. Ja. Und hier ist das Scharnierstück. 4-1. Ja, ja. Nee, hier ist auch noch mal was zum Anhängen. Vielleicht ist da noch mehr drin im Loch. Der Deckel, das wäre cool. Allererste Mal, dass ich einen Wehrmachtskompass finde. Wahrscheinlich von der Wehrmacht. Könnte auch von der Russen sein. Wir wissen das nicht. Nein. Doch. Kappe zu brutal gebürstet und die Nadel abgebrochen. Hm. Jetzt ist das Teil ja nicht mehr da. Das ist doch ist ein russischer. So was ähnliches gefunden. Weil? So, leider ist mir der Zeiger abgebrochen, was mich sehr ärgert. Aber da drinnen kann man was erkennen. Dort steht 1941 und russische Schrift und ein russischer Stern. Also ist es ein russischer Kompass. Also weiß ich ja, wonach ich gucken muss. Ein sehr schönes Fundobjekt, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Das ist er. Ja. Das ist der Kompass, würde ich sagen. Also zumindest fast der gleiche. Dass es sagt. Kompass Rote Armee, Artillerie, Werkstätten 1940. Das ist hier wirklich interessant. Kommt hier ein interessanter Fund nach dem anderen. Hier sind auf jeden Fall Spuren. Erst der Kompass jetzt. Jetzt ein Fernglas. Fernglas, ja. Ja, leider schon völlig zerdrückt. Aber das ist eins. Ich würde dir gerne ein bisschen sauber machen, gucken, ob man einen Stempel erkennen kann. Oh, guck mal, hier kann man sehr schön wieder die Riemen sehen. Ja. Wo das Band dran befestigt war. So, du musst mir mal sagen, ob das jetzt Oberseite oder Unterseite war. Da ist wahrscheinlich die Unterseite, wo du durchgeguckt hast. Ja, so hing das fest und hier hat man durchgeguckt. Meinst du? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Haben die nicht vielleicht anders durchgeguckt? Wenn das hier dran hing, denkst du, das hing so rum oder was? Ja, vielleicht ja. Nein, Dagmar Keiler, wie ist das? Ja, das wird auch ein russisches sein. Immer mit. Der sieht so silbrig aus, ne? Der ist ein bisschen kaputt oben. Und was noch? Schönigkeiten. Das ist ein Titte. Feuerzeug? Das ist ein Feuerzeug, würde ich sagen. Schatzsuche. Schatzsuche mit dem Metalldetektor in Deutschland. Nee, wir sind in Österreich. Ach so. Oh, was ist denn das? Das ist ein Unterteil von deinem Kompass wahrscheinlich. Das ist natürlich ein Deckel. Oh, das ist auch schön, der Deckel. Hier, Gummi. Ja, habe ich auch eine. Das ist hygienischer Gummi. Aber deine ist viel besser.
Kondome aus Berlin-Neukölln. Ja, die geilen sind die aus Zink, wa? Das ist ein richtig guter Zustand. Na, wer kennt das noch? Na, Ecke. Das ist ein Messschieber. Da haben wir ganz viele noch. Da fehlt aber eventuell noch was oben. Ich leg aber auch mal hier den Knopf raus. Beim Messschieber hat man den sogenannten Nunius. Den muss man dann immer nehmen, um das abzulesen. Das muss schon mal irgendwas von der Uhr gewesen sein. Guck mal, hier ist meine. Ja, da sieht meins besser aus. Ja. Aber ich will mal gucken, was Envil ist. Tja, mein Deckel würde ich gerne mal zeigen. Oder hier, den Deckel habe ich auch noch gefunden. Das hier war auch bestimmt auch da ist ein Korken noch drin. Wahrscheinlich Parfümflasche. Also Envil war damals mal eine Firma. Das ist eine Rückseite von einer Taschenlampe. Das ist eine Schraubrückseite von einer Taschenlampe, von so einer Schraubtaschenlampe. Echt? Envil, ja, das ist, hat gerade geguckt, die haben Taschenlampen hergestellt. Zeig mal die Taschenlampe, findet man die? Und ich hab noch das hier gefunden. Könnte auch so was sein. Das ist von einer Trinkflasche, denke ich. Ja. Guck, da ist nämlich auch so ein, ja, so wie so ein Gummischutz drin. Auf jeden Fall ein Ziffernblatt. Wart mal. Oder vom Kompass. Kann auch sein. Hier, hast du den Deckel von der Taschenlampe, hier ist dieser Deckel und da die Taschenlampe ist, sah so aus hier. Da musst du Ach, das haben wir schon mal gefunden, war? Das haben wir schon mal mit Preußensonder zusammen gefunden. Das war diese halbe Hälfte von dieser Vergrößerung. Dieses Auge, wo er meinte, dass irgendjemand total blind war und solche Augen hatte. Ja. Also das hat als Optik gedient für diese Taschenlampe. Da noch ein paar Teile mehr und dann können wir die wieder zusammenbauen. 1940. Ja klar, die sind damals. No? Normal. Verbübschen. Hier ist nochmal der Deckel. Und das Ding lag direkt neben der Zahnbürste. Da ist der Deckel. Envil. Cool. Da hatten Taschenlampen also vorne früher so eine dicke Optik. Ja, und wer weiß, was das hier ist? Erst dachte ich, ein Schlagring, Alter. Und dann? Was ist das Schöne? Ja. Na, der vom Säbel, oben der Griff. Das wird wahrscheinlich eine Verzierung von unten sein, von so einem Regenschirm. Nein, ist vom Säbel, der Griff. Echt? Hundertprozentig. Ich dachte von einer Lundenschlosspistole vielleicht. Nein, ist ja vom oben vom Säbel der Griff. Zeig mal her. Könnte wirklich vom Säbel sein, ne? Das ist definitiv so, weil die Wehrmachtsdinger, die ein bisschen größer sind, ist hier an der Seite der Adler drauf. Das ist ein etwas größeres Boot, ja. RWS. Das haben wir jetzt auch schon öfters gelesen. Das ist ein Munitionshersteller, ja. Das Stück vom obersten Griff. Tatsächlich. Das ist vom Säbel. Von der Wehrmacht oder was? Kann sein. Sehr cool. Das ist doch ein schöner Fund. Kommt in der Vitrine. Reitersäbel vernickelt. Ist das hier? Alex hat einen Münzwortfund gemacht. Und ich habe bisher drei Münzen gefunden, wobei ein Zinker, also ein 10 Reichspfennig Zinker sehr gut war. Also von der Qualität her. Kann ich gleich zeigen. Es war die Jute. Echt? Also wenn du sehr die Handschuhe ausziehst, könnte es sein. Das ist. Ist doch gut. Ey, bleib locker. Ey, nee. Nur warte, Sonny. Oh nee. Es sieht ja unglaublich aus.